So, YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Ja, was haben wir so vor? Hier wird fleißig gebaut, immer noch. Abwasser, Wasserleitungen sind schon gut geplant. Ein paar Sachen stehen noch aus, sind aber gar nicht mehr so viele und deswegen habe ich jetzt geplant, die Stadt anzubinden. Ich habe Abwasser, Wasser, Strom hier zusammen hingesetzt und plane da so einen zentralen Anschlusspunkt. Und wir schließen die Stadt hier dran an. Hier könnten wir zum Beispiel da noch das anschließen. Falls hier noch was ist, können wir es hier anschließen. Hier oben könnten wir da oder da anschließen, wenn das gebraucht wird. Hier könnten wir das noch anschließen. Das ist angeschlossen. Also ich glaube, da sind wir gut. Abgedeckt nicht. Hier ist auch abgeschlossen. Was fehlt, ist Strom für die Pumpen. Wäre sehr wichtig. Und die würden das von diesem Stromkasten hier bekommen. Den habe ich extra niedriger gelegt. Wir haben geguckt. Die Rohre würden hier in den meisten Fällen außer an zwei, drei Winkeln vorbeikommen. Das ist aber okay. Geht ja normalerweise eh gerade weg. Und deswegen können wir es eher hier anschließen. Dann haben wir den nämlich als, noch als Reserve, wo wir auch nochmal erweitern könnten. Ja. Planung kann ich erstmal bestätigen, dann können sie das bauen. Strom kann ich auch bestätigen, können sie eh noch nicht bauen, aber ist egal, das ist schon mal fix. Beim Wasser müssen wir nochmal gucken, kommt der hier noch gar nicht an. Das heißt, beim Wasser müssen wir auf jeden Fall nochmal zwischenplanen. Wasser würde von hier kommen zum Beispiel. Aber dann würde ich eher noch einen Wasserverteiler hier hinbauen wollen. Der dann da angeschlossen wird. Von hier können wir noch nach da erweitern. Das wäre also egal. So, aber der nochmal daran. Wieder gucken, passt das? Passt. Die kreuzen sich auch nicht, weil die halt untereinander weggehen. Das finde ich immer ganz gut, nicht? Wasser kann ebenerdig sein. Das andere dann anders. Und dann können wir hier Wasser ähnlich anbinden wie Dongsi und sagen, bestätigen, fertig. So, dann wäre die Zentrale hier für die Stadt gebaut. Das heißt, wir haben Strom, Wasser, Abwasser auf diesem Level und von dem können wir uns aus verzweigen. Ich würde das ganze Ding einmal ja ein bisschen umrahmen. Obwohl es eigentlich auch clever wäre, das vielleicht mit Gebäuden zu umbauen, die da drumherum gehen. Aber eigentlich will ich eher so eine Art Betriebsgelände. Vielleicht bauen wir später drumherum einen Zaun. Das könnte man zum Beispiel ja auch machen. Zäune beim Gefängnis kamen zum Beispiel super an, fand ich. Und haben nochmal einen richtigen Flair reingegeben. So. Aber dann wissen wir, das ist quasi Stadtzentrum erstmal. Ich meine, die Straße hier ist eh nur erstmal eingezeichnet gewesen. Das heißt ja nicht, dass die fix ist. Theoretisch kommt die irgendwann weg. Also die ist ja nicht in Stein gemeißelt. Genau wie dieser komische Weg hier nicht in Stein gemeißelt ist, wenn er krumm und schief ist. Der ist ja auch krumm und schief hier. Ich meine, es muss ja nicht unbedingt alles gerade sein, aber komplett schief ist vielleicht auch immer kacke. Was ganz gut ist, wenn man das gleichzeitig macht. Ja, dann sieht man nämlich, wo schief ist. Okay, da hilft eigentlich nur Straße. Dass man sich so ein Lineal ansetzt, zum Beispiel das UI. Man kann natürlich auch mit dem Winkeln arbeiten oder dem Dings, aber das ist ja auch nicht immer so eine Möglichkeit. Also das Grid passt halt in vielen, vielen Fällen einfach gar nicht. So.
So. Die geht bis hier. Die geht bis dort. Und dann können wir die hier nochmal gerade machen. Indem wir das zurück machen. Oh, da hat er zu viel abgerissen. Das ist ja schlecht. Okay, aber wir wollen eigentlich mit der bis... Hier, mit der bis... Dort. Und dann passt es auch. Nicht ist ja nur, dass es nicht ganz, ganz krumm und schief ist. Die rechten Winkel oder so kriegen wir eh nicht hin. So. Problem ist, auch manchmal kann man die gar nicht so kurz ziehen, wie man das gerne hätte. Das ist kacke. Das ist kacke. Naja, muss ich da nochmal wegnehmen. So. So. Und ran. Und schon haben wir ein wunderhübsches Gelände, nicht wahr? Dann können wir nochmal renaturieren. Das haben wir auch bei den anderen Sachen lange nicht gemacht. Da können wir auf jeden Fall auch nochmal ran. Und gucken, ob wir da vielleicht noch ein bisschen Grünzeug besser zurückgewinnen können. Manchmal sieht man richtig, wie er so eine Fläche zumacht. Und das ist immer super befriedigend. Wenn man da noch was von dem... Oh ja, da gerade hier an der Straße haben wir es gut hinbekommen. Wenn das ein bisschen nicht so dreckig aussieht. Aber so große Gebiete sind manchmal schwer wieder grün zu bekommen. Nicht unmöglich. Da ist so, ich glaube, da ist ein kleiner Bug in der Berechnung, wie er das hier macht. Aber auch nur zum gewissen Limit. Limit kann man das halt hinbekommen. Aber jeder Millimeter hilft, dass es ein bisschen besser aussieht, finde ich. Cool wäre, wenn man Rasenflächen ziehen könnte. Vielleicht gucke ich da mal in dem Workshop, ob ich Rasenflächen ziehen könnte. Ha. Hm. So. Haben wir das schon mal wieder fertig. Wie schließen wir das an? Gute Frage. Nächste Frage. Zum Bauen vielleicht erstmal so. Zack, und dann legen sie auch direkt los. Und das schon November 63. Wir kommen so langsam in die Bedrohung, dass die Autos abgenutzt werden. 11%. Am besten kann man das immer an dem Tankfahrzeug sehen, was hierhin fährt. Das ist das hier. Abnutzung ist 55%. Ist also nicht mehr unendlich viel offen, was wir uns erlauben können. So, die Fabriken sind auch fertig. Strom wäre dann auch da. Der Strom reicht nur bis da. Der Strom von dem reicht nur bis dort. Hier fehlt also Strom einmal. Und da würde ich jetzt erstmal gucken, wie wir die Häuser planen. Ich fände eigentlich so eine zentrale Hauptstraße gar nicht schlecht. Das Problem ist, die verbindet die beiden Autobahnen. Das soll sie eigentlich nicht. Andererseits würde die Stadt so oder so die irgendwie verbinden. Ob ich jetzt die Straße da anbinde, dann fahren die so. Im Zweifel, dann muss ich über Verbote das regeln. Dann würde ich sagen, starten wir doch an genau dem Punkt und bauen das aus. Oder fangen wir lieber hier unten an oder hier links. Ich meine, mit der Straße können wir auch eher nach da weggehen.
Wobei wir die hier und die da, ja, die laufen zusammen. Also von der könnte ich noch mal abgehen als Autobahn und die hätte ein extra Ding. Das heißt, die hier würde nach da laufen, dann könnte die ein bisschen weiter nach da laufen und die würde eh hier einen Bogen machen. Weil die, das macht einen Bogen, also macht die hier auch einen Bogen. Theoretisch würde die also an der Baumgrenze entlang laufen. Schub, 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 schub. Und die könnte eher schub, 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 sich hier dran durchschlängeln irgendwann. Und die hier dran. Schub, in die Richtung. Und die hier oben lang. Das wäre nämlich dann die Hafenstraße, Autobahn. Das wäre für die linke Seite und das die mittlere. Da können wir also noch gewinnen. Das heißt, wenn wir die Stadt hier hinbauen oder das Zentrum hier dran bauen, wären wir ein bisschen mittiger. Andererseits müssen wir eh viele Sachen doppelt bauen, haben wir gemerkt. Wir könnten halt, das Einzige, was klappt, die Schulen, nicht? Die könnten wir irgendwo hinbauen. Da können wir die Schüler hintransportieren lassen über Schulbusse. Das geht. Das ist eine Möglichkeit. Also Schulen hier irgendwo am Rand und Schulbusse dahin fahren, klappt. Kindergärten müssen in der Nähe der Person sein. Da haben sie nicht so viel Zeit, ewig hin und her zu fahren. Also, man kann einen gewissen Teil der Servicegebäude außerhalb ihrer Reichweite haben. Die fahren durchaus dahin. Aber wenn alle Servicegebäude aus der Reichweite sind, dann fahren die einmal zur Kirche, fahren zurück. Einmal zum Kindergarten, fahren zurück. Und die haben halt nur begrenzte Zeit pro Tag, um das zu tun. Und wenn sie dann nicht zum Beispiel noch schaffen, einkaufen zu gehen, dann verhungern sie oder werden unzufriedener. Deshalb ist es wichtig, kurze Wege für sie zu haben oder schnelle Beförderungsmöglichkeiten. Das heißt, die Schüler sind halt separiert von dem, nicht, weil die Eltern das übernehmen. Deswegen funktioniert das mit Schülern tadellos. Das haben wir im Test ja festgestellt. Wir brauchen auf jeden Fall Sportplätze in der Nähe, Kindergärten in der Nähe. Ich würde fast sagen, wir machen das mal weg. Dass wir kurz ein bisschen freier sind. Wie fangen wir an? Vielleicht machen wir hier wirklich so die Servicegebäude und die Wohngebäude nach da. Zum gewissen Grad funktioniert das. Gut, aber wenn wir nicht anfangen, werden wir es nicht erfahren. Oh. Hat der Bot schon wieder Probleme, das Overlay. Ich liebe dieses Overlay. TTS Monster, ich schalte mich alle 10 Sekunden ein, damit ihr mich seht. Kein guter Dienst. Jetzt hat er mich nämlich rausgebracht. So, was brauchen wir für ein Geschäft? 14 Tonnen Nahrung, was haben wir hier? Oh, hier so an der Ecke, diese Shopping Mall. Ich habe Ideen. Machen wir das nämlich so. Oder ist die teuer? Ach, was soll's? Was kostet der Geiz, nicht wahr? Ein Kulturzentrum, das Amphitheater. Das Amphitheater war sogar gar nicht schlecht. Ich habe eine Library, die war gar nicht so gut. Das Kino ist halt auch super teuer. Oder halt das Kulturzentrum. Das brauche ich hier nicht mal Wege. Gut, aber bei dem müssen wir erstmal vorsehen, dass wir eine Straßenladestation anschließen.
Und ich würde sagen, wir nehmen die Vierer. Oder zwei Zweier. Das könnten wir auch machen. Dass wir das hier so anbinden. Dass die LKW hintenrum da ranfahren. Ich meine, ich habe noch eine kleinere Straßenladestation aus dem Workshop. Die ist wirklich super winzig. Könnte man auch probieren. Aber ich glaube, eine Vierer ist einfach von der Größe her effizienter als zwei Zweier. Dann können wir die auch hier trotzdem anschließen. So. Und dann können wir nämlich davor wunderbar das Kulturzentrum setzen. Weil das nicht den Platz da wegnimmt. Oder genau den Platz einnehmen kann. Und dann verdeckt das so ein bisschen diese Straßenladestation. Finde ich gut. Ja, dann können wir die Straße doch lassen. Und hier mit ein bisschen Abstand zu denen dann so die Hauptstraße entwickeln. Und dann sollten wir es eigentlich erstmal haben. Und hallo normaler Mensch, war bei meinem Erzfeind, dem Zahnarzt. Und wir bauen natürlich immer separate Gehwege. Und wir sehen, das passt wieder nicht. Ich glaube, der hat irgendwo Knoten. Ne, hat er leider nicht. Die wir irgendwie verbinden könnten. Das heißt, das ist wirklich blöd. Aber was die bräuchten, ist Müll. Den vergesse ich immer ganz gerne. Vielleicht, wenn wir hier einen Müllplatz hinsetzen. Ja, das kriegen wir nicht hin. Hier wäre halt ein Müllplatz super geil. So im Hinterhof. Und dann kriegen wir nicht den Dings mit dran. Der hat halt nur einen Ausgang. Ich könnte das weiter nach links setzen, dann würde ich den Müllplatz dazwischen kriegen. Ja, das sieht dann so gedrungen aus. Aber hey, immerhin lebst du noch. Kann man vom Rest vom Chat nicht sagen. Chat einfach tot. Ach so, so ging das ja nicht, oder? Ah, Kacke. Vielleicht kann ich dadurch besser abschätzen, an welcher Stelle wir andodgen müssen. Kann das passen? Natürlich nicht. Man sieht richtig, wie ich immer einen Bogen reinhaue bei solchen Aktionen. Ich glaube, weil die Vorschau was anderes vermittelt, als man am Ende rauskriegt. Das scheint zu gehen. Und dann brauchen wir... Ah. Das ist das Problem. Ich glaube, weil das so eng dran ist, ja, geht der da immer ein Stück hoch. Okay. Na gut, den könnten wir ja noch ein Stück höher setzen. Das wäre ja gar nicht schlimm. Oh nee, das ist ja ganz übel geworden. Ja, nee, das geht gar nicht.
So, jetzt ist die Frage, kriegen wir den gerade hin? Das sieht doch super aus. Ja, das hier sieht nicht ganz so super aus. Da müssen wir nochmal ran. Ja, bei dem Wegen wünschte ich, da würde es nochmal... hat irgendein Update geben, dass man das besser hinkriegt. Ja, das nervt schon sehr. Dass man das immer so gerade so hinbekommt. Okay, aber da haben wir doch eine schöne Start Innenstadt. So, hier geht's nur zu den Service-Dingern, das wäre mir egal. Apropos, die Service-Dinger sind mir egal. Die sind mir so egal, dass ich sie nicht mal verbunden habe miteinander. Ich glaube, wenn ich das so mache... ja, sieht so aus wie bei den anderen, aber passt am besten. So. Können die das alles bauen? Das können die auch alles bauen. Das finde ich, glaube ich, auch gut. Das heißt, wir haben Einkaufszentrum. So, das Einkaufszentrum... ah, darüber könnte ich aber doch den Müll verbinden. Das heißt, kriege ich den hier noch hin? Nee. Ich könnte den Müll aber ja da hinsetzen. Finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn der nur für die beiden ist. Aber ist ja okay. Und nach vorne hin können wir auch noch mal... oh Mann, das ist doch so nervig, Spiel. Wirklich. Warum? Warum? Also da... das wäre das, was sie echt fixen sollten. Das ist das, was... das Bauen einfach super langsam macht, wenn man ständig versucht, diese Knotenpunkte wieder gerade aneinander zu kriegen. Und man kriegt es halt nicht 100% hin. Entweder bessere Tools, was das vielleicht vorher anzeigt, die Undodge-Punkte. Ich glaube, mit Alt kann man sich die beim Ziehen anzeigen lassen, nicht? Oder irgendwas. Oder Shift. Nee. Steuerung. Irgendwo kann man sich die anzeigen lassen. G? Nee. H? H. Genau. Und da sieht man halt das Problem. Die liegen halt auseinander und das sind dann die Undodge-Punkte. Und das passt halt manchmal einfach nicht. Die sind halt zu weit auseinander. Die müssten gleichmäßig sein, nicht? Also wenn die Straße, die kleinen Straßen gleich der großen Straßen wären, aber ich glaube, die sind nicht mehr 1 zu 2. Ich glaube, das ist leicht anders. Und man sieht, die sind hier auch nicht immer gleichmäßig. Da kommen halt auch die Probleme her, wenn man eine kleine Kurve drin hat. Dann stehen die ein bisschen anders zueinander. Das ist nur vom Sichtwinkel. Nee, die sind wirklich so auseinander. Also das wäre auf jeden Fall ein Improvement, wo ich mich mega drüber freuen würde. So, Alkohol. 60er Kneipe. Entweder da anschließen, fände ich eigentlich okay. Hier sieht man auch nicht, es springt um. Und dann kann man mit dem Gebäude, kriegt man es halt gerade hin. Manchmal kann man durch eine Spiegelung das vielleicht anders hinkriegen. Ja, so wäre mir das lieber. Und jetzt ist aber der Abstand zur Dings nach vorne wichtig, sonst kriege ich den Weg nicht daran. Oh, das scheint aber zu klappen. Zeige ich wieder das Problem. Ja, das ist eine Farce.
Hier hätte ich halt jetzt gern einfach so, dass er mir zu diesem beim Punkten eine Linie zieht oder so. Das wäre super hilfreich. Oder dass man das verbinden könnte miteinander auf einer geraden Weise. Das wäre halt auch hilfreich, dass man so durchziehen könnte. Dem Mod hat, glaube ich, sogar City Skylines, dass man dann durchziehen kann und der die verbindet. Beziehungsweise im zweiten Teil ist es miteinander verbunden worden. Automatisch. Ich meine, der zweite Teil hat sehr viel falsch gemacht. Klappt einfach nicht. Aber das hat erstaunlicherweise geklappt. Ich glaube, der Abstand zur Straße ist hier das Problem. Ja, doch, jetzt haben wir es. Damit kann ich leben. So. Eigentlich wäre hier besser, wenn man Unterführungen baut. Vielleicht. Aber die sind halt, die brauchen ewig, bis die gebaut werden. Das können wir am Anfang nicht leisten. Okay, wir haben Alkohol. Wir haben das Shopping Center. Wir haben Kulturzentrum. Theater der Republik. Ah, das kriegen sie irgendwann. Dieses. Hier wäre zum Beispiel dieses Kino gar nicht schlecht. Das würde halt gut hier reinpassen. Eigentlich würde das Kino besser hier hinpassen. An diese Ecke. Gegenüber von dem Eckgebäude. Hätte ich halt auch gern Hilfslinien. Das Spannende ist ja, dass wenn man an dem... Ist das krumm oder habe ich einen Knick in der Optik? Das ist nicht ganz gerade, nicht? Das sind nicht 45 Grad bei dem Gebäude. Die Ecke hat irgendwas... Was geht hier schief weg? Das ist doch nicht gerade die rechte Seite, oder? Ja doch, aber die hat... Und die Seite? Das ist so verzerrt. Oh, passt. Okay, dann wird das auch gerade sein, wenn ich es jetzt hier baue. Da steht das Gebäude gerade. Oh, hier wäre eine Bushaltestelle vielleicht ganz gut. An der Stelle. Ja, das gefällt mir, die Idee. Bushaltestelle. Muss auch keine große sein, nicht? Ist ja auch eher zum Abladen. Tiny Bus Stop. Eher so für die Stadt. Aber da können die Busse... da können die Busse nicht links-rechts halten. Okay, beim normalen Busstopp, die blockieren sich auch, wenn da viele Busse fahren. Vielleicht eher doch so ein Innenstadt-Busstopp. Nein, der braucht zu dem Weg aber Abstand. Ach shit, habe ich nicht dran gedacht dann. Jetzt haben wir uns so mühselig die Wege hingebaut. Und jetzt müssen sie eigentlich weg. Ah, Mann. Der Tiny Bus Stop würde mir halt gut gefallen. Aber dann könnte ich die Straße hier halt nicht gerade ziehen. Kriege ich den vielleicht da oben hingezimmert? Ich kann das hier noch nach hinten versetzen. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Dass wir hier einfach so einen Tiny Bus Stop daneben setzen.
Ja, das geht nicht. Das blöd mit der Straße dann da. Und von der Kreuzung halt. Auch ungünstig ein bisschen. Ein One-Sided Bus-Stop wäre cool. Habe ich sogar. Der ist größer. Was haben wir hier? Auch einen großen Busstop. Das sind mit Double-Sided Tram Station. Tram könnte ich hier auch halten lassen. Wäre halt cool, wenn man einen kombinierten Bus- und Bahnsteig hätte. Ansonsten könnte man hier halt sagen, später eine Tramstation. Klein. Würde hingehen. Das heißt, vom Platz her, wenn wir uns den lassen, können wir locker später eine Tram mit einziehen. Da muss ich sagen, gefallen mir die Straßen von City Skylines halt besser. Nur, dass sie da nicht funktionieren. Weil wenn ich da eine Busspur baue, dann fahren alle auf dieser Spur, nur nicht die Busse. Ich habe diesen... deswegen macht er die ganze Zeit Probleme. Ich habe den Modus da an. Warum das hier? Oh, das geht nicht. Okay. Warum auch immer das auf einmal ein Problem ist. Ah, es gibt ja diese Verbindungssachen hier. Zack. So ist besser. Ja, so will ich das. Ja, 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 so. Jetzt hat er nur keine Verbindung mit Fußweg. Ah doch, geht aber. Und das würde theoretisch sich auch verbinden lassen. Theoretisch. Und auch praktisch. Sieht nur scheiße aus dann. Wenn wir das hier einen Millimeter nach vorne setzen, wird's besser. Und jetzt gucken wir nochmal. Ist das... Nee, guck, das Gebäude hat keine 45 Grad. Ich würde das sagen. Wenn ich das an der Straße ausrichte, das ist zwar pro Seite gerade, aber das Gebäude selber keine 45 Grad. Ist aber vielleicht, weil das Original halt wirklich nicht gerade ist. Das kann ja durchaus sein. Ich weiß ja nicht, wie das gestaltet ist. Ob das so ein altes Kino ist. Ah, der hat nur da die... Dings. Der Platz würde mir auch schon gefallen. Da könnte man nämlich mal ein... Ja, 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 okay. Ich habe Ideen. So, da könnten wir nämlich einen Brunnen oder sowas hinhauen. So, ah, perfekt. Und bei dem nach da und dem nach da. Und hier. So, sehr schick. Und du da irgendwie ran. Okay, wir haben Kino, wir haben Kultur, wir haben Essen. Dann fehlt jetzt nur noch ein Kindergarten. Die würde ich lokal dahin bauen, wo ich denn die Leute hinsetze. Dann brauchen wir eine Klinik. Klein. Wir gehen gleich aufs Krankenhaus, oder? Es bringt echt, diese kleine Klinik bringt halt nur was, wenn man kleine Dörfer baut. Aber wir können hier gleich Großstadtniveau
annehmen. Und auf der Höhe... Ah, I see the problem. Gut, wir könnten das so stellen. Wäre vielleicht ein bisschen besser. Ja, wir stellen das so. Ja, so gefällt mir das besser. Hier geht eh schon eine Straße lang. Und das wird dann die Straße, die auch nach außen führt. Sehr gut. Haben wir nur leicht die Originalstraße verfehlt, aber das ist egal nicht. Die hier kommt eh weg. Und das ist vielleicht ganz gut, wenn die sich nicht treffen. Jetzt könnten wir mit der nämlich... Komm, das machen wir gleich. Aktuell frisst das kein Brot, wie ich so schön sage. Mit der wollen wir später dann lieber nämlich da rangehen. Und mit der von hier oben wollen wir später lieber so vielleicht rangehen. Dass wir hier zwei separate Auffahrten haben, dass die sich hier nicht gegenseitig blockieren so stark. Weil ich versuche, gut, in der Innenstadt Kreuzung sind nicht unvermeidbar. Obwohl ich natürlich auch das Krankenhaus hier hinsetzen könnte. Dann könnte ich die Straße nach da setzen, dann hätten wir keine Kreuzung. Eigentlich wollte ich Kreuzung vermeiden, fällt mir gerade ein. Komm, wir machen die keine Kreuzungspolitik, einfach weiter. Noch ist nichts passiert, noch ist nichts gebaut. Ich meine, ich werde mich eh irgendwann nicht dran halten. Und dann werde ich mich ärgern, weil genau an der Stelle wahrscheinlich ein Stau passiert. Ich weiß, ich habe jetzt nicht genug Platz für den Fußweg da gelassen, aber es ist egal. Die haben eh keinen Ausgang vorne. Also brauche ich es da eh nicht. Die haben den Ausgang hinten. Ja, das ist auch wieder ungünstig. So vielleicht. Da kann man direkt, wenn man alkoholisiert ist, ins Krankenhaus rüberlaufen. Okay, und was habe ich wieder vergessen? Mülleimer. Ich müsste das Kino mit an diesen Mülleimer von denen hier bringen. Wir sehen, das funktioniert, wenn ich die hier hinten hinsetze, eventuell. So, so wären die mit dran, aber gerade so. Sieht halt nicht gut aus. Und hier ist zu weit weg. An dem Müllplatz hängen die halt nicht mehr dran. Oh, eventuell doch. Okay, das muss ich nochmal angucken. Ist halt blöd, dass man das nicht nachträglich sich anschauen kann. Das wäre auch noch so eine Sache, die ich gut finden würde. Ne, guck, die wäre nicht mit drin. Aber unten, der wäre mit drin. Also auf den müssen wir gar nicht achten. Aber die beiden kriegen dann halt hier ihren Müllplatz mit dem Gebäude, was hier ist im Hinterhof. Okay. WB-Normalement. Das passt doch. Gut, also, wir haben die Kneipe, Kulturzentrum, das Kino, Sport bräuchten wir. Eventuell bauen wir da direkt eine Sporthalle. Ist aber auch sehr teuer, eine Sporthalle. Was haben wir denn noch? Indoor-Pool, Gymnasium, die... Also Gym, nicht Gymnasium. Gyms. 84 passen da rein. Das ist, glaube ich, ein gutes Gebäude. Gegenüber vom Krankenhaus ist doch gar nicht schlecht. Und dann kommt da der Weg hin.
Und hier vorne kommt der Müllplatz daran. Wenn das klappt. Und dann geht das hier an die Stelle an die Autobahn. Dann kann das hier nämlich wieder weg. Gefällt mir besser, dann ist der Abstand zwischen den beiden Auffahrten später auch größer. So, dann können die Leute hier irgendwann rüber. Und hier passt es wieder nicht genau. Dann machen wir erst den hier. Geht, kann ich mit leben. Ich glaube, so viel Platz habe ich mir selten gelassen bisher. So, und hier wäre auch vielleicht noch eine Bushaltestelle, aber bei einer Ausfahrt wäre vielleicht keine Bushaltestelle gut. Hier eine Bushaltestelle und da ist auch vielleicht zu viel. Aber vielleicht machen wir wirklich da, da und da eine Bushaltestelle hin. Und ich baue immer jetzt diese Tiny-Dinger für die Innenstadt. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende wirkt und aussieht. Vielleicht sieht es gut aus, vielleicht sieht es schlecht aus. Wir lassen uns davon überraschen. Oh, es geht nicht. Bahnkreuzung steht da immer noch. Geht das zuerst? Ja, das geht. Okay. Ja, das hier ist ein bisschen kacki. Kann man das nochmal... kriegt man halt nicht anders hin. Dicht sonst an der Straße dran. So vielleicht. Ja, nicht ganz so schlimm. Und das Kino muss hier angebunden werden. Da können wir auch das nochmal wegnehmen. So. Dann passt das zumindest da. Und dann kann jetzt hier der Müllplatz dahin. Vielleicht... Ah, das zählt, weil das... Ah, das überlappt sich mit dem. Ah. Okay, aber ein kleiner Müllplatz gerade beim Krankenhaus ist scheiße. Ich dachte, ich kann ihn hier so hintersetzen. Das würde ja total Sinn machen, nicht? Das ist ja eigentlich toter Platz. Ah, kacke. Das heißt, ich müsste es noch weiter nach hinten setzen. Wäre aber vielleicht gar nicht... Ja doch, wäre... Das sitzt schon perfekt. Was wir nehmen könnten, einen kleinen Müllplatz. Aber für drei Gebäude den kleinen Müllplatz. Und der kommt auch nicht davor hin. Ah, das ist blöd. Hier könnte ich ihn hinsetzen. Wartet. Das... Da, guck... Ah, das geht doch. Das sieht doch noch was aus. Da werden alle drei mit verbunden dann. Dann halt so rum. Ja, das ist ein schöner Weg. Dann macht das auch Sinn, dass der so komisch hier aussieht. Vielleicht könnte man das sogar so machen, aber dann laufen die Menschen weiter. Ah, das ist ja geschenkt. Okay. Also Sport hätten wir erstmal als Grundversorgung. Wir bauen da, wo die sind, eh welche hin. Aber so, dass sie zentral auch nochmal was haben. Wir haben Kultur, wir haben Alkohol. Wir haben Lebensmittel, wir haben Shopping, wir haben Krankenhaus. Die Feuerwache würde ich auch schon einplanen. Und die vielleicht in die Richtung an der Autobahn oder hier hinter. Hier könnten wir nochmal eine Straße langziehen. Für die Wohngebäude vielleicht.
Das war dann die Feuerwache mit dem hier so zentral haben. Ah, das Blöde ist, da könnte ich die nicht bauen. Aber wir wollen ja eh den Fußweg da lang ziehen. Von daher. Ach. Okay, das reicht nicht vom Abstand. Das ist mir aber eigentlich zu viel. Das war zu wenig. Weiß ich jetzt schon. Hier kann man echt Wetten abschließen, ob das ranpasst oder nicht ranpasst. So, jetzt können wir nochmal die Straße hier wegnehmen. Manchmal muss man ein bisschen tricksen. Oh. Zack. Und dann passt das auch. Ich weiß, eigentlich haben die Straßen ja auch Fußwege. Man braucht gar keine extra Fußwege bauen. Aber ich mag das irgendwie. Und ich baue gerade schon wieder gerade, obwohl ich eigentlich ohne Raster diesmal spielen wollte, nicht wahr? Naja, wenigstens die Innenstadt muss ordentlich werden. Ja. Also ihr seht, wir haben die Innenstadt geplant. Müll haben wir. Die ganzen Einkaufssachen haben wir. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge mit den Wohnhäusern. Bis gleich.